Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie wir für die Amazfit Bib ein Watchface erstellen können. Die genauen Schritte findet ihr auch in meinem Blog, also klickt mal drauf. Ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Video. Als erstes empfehle ich euch, einen Ordner anzulegen. In diesem könnt ihr alle Watchfaces dann sammeln. Ich habe einen Amazfit Bib Tools Ordner, in dem ich alle meine Watchfaces gespeichert habe. Hier drinne kann ich nun für ein neues Watchface einen neuen Ordner anlegen, damit es besser sortiert ist. Dies nenne ich jetzt Watchface Test. Da ist es. In diesen Ordner müssen wir jetzt alle Dateien reinpacken, die wir brauchen. Fangen wir mal an. Zuerst brauchen wir eine Textdatei. Diese Textdatei nennen wir am besten so, wie das Watchface heißen soll, und machen aus dem TXT ein JSON. Ja, Windows weiß, dass wir das ändern wollen. Ändern. Diese Datei können wir nun mit einem Editor, am besten mit dem Notepad++, öffnen. Hier muss jetzt alles rein, was in das Watchface rein soll. Ich würde erstmal die Standardsachen, nämlich die Uhrzeit, reinmachen, ein Hintergrund, die Stunden und die Minuten. Speichern und schon ist die JSON-Datei fertig. Als nächstes brauchen wir die Dateien für den Hintergrund und für die Minuten. Dafür empfehle ich paint.net. Das eignet sich am besten, um die Bilder zu erstellen. Die Hintergründe sind meistens schwarz oder weiß. Wir machen heute mal ein schwarzes Bild, müssen dann noch die Größe anpassen. Die Watchfaces sind 176 Pixel mal 176 Pixel. Relativ klein. Das Bild speichern wir jetzt hier unter 000 und unbedingt als PNG. JPG-Dateien werden nicht erkannt. Speichern. Okay. Somit haben wir jetzt in unserem Ordner schon zwei Dateien. Ein Hintergrund und eine JSON-Datei. Nun brauchen wir noch die Zahlen. Die werde ich allerdings nicht jetzt alle selber machen. Da suche ich mir einfach mal schnell welche raus. Nehmen wir diese. Und fügen diese ein. Wie groß die Zahlen sind, ist jedem selbst überlassen. Gute Sichtbarkeit ist somit 20x30 Pixeln auf jeden Fall gegeben. So, viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, um das Watchface zu erstellen. Jetzt müssen wir die JSON-Datei auf unsere Tool-Exe ziehen. Die Exe habe ich hier. Das heißt, wir ziehen die Datei nur hier drauf. Und dann packt er uns das Ganze in die Bin-Datei und erstellt auch die Vorschaubilder. Hier sehen wir auch gleich, so können wir das nicht lassen. So erkennt man ja gar keine Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt die JSON-Datei noch ein kleines bisschen anpassen. Und zwar müssen wir die X-Koordinaten 30, 50, 70, 90. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Machen wir 30, 60, 90, 120 draus. Speichern.
Und das Ganze nochmal. Die BIN-Datei und die Vorschaubilder werden dann sofort überschrieben. Und schon sieht das doch aus wie ein Watchface. Es zeigt die Zeit an. Es ist sichtbar. Und fertig. Jetzt haben wir hier eine BIN-Datei. Die können wir jetzt auf das Smartphone laden und dann über die entsprechende App auf der Uhr anwenden. Will man noch mehr hinzufügen, muss man einfach hier in der JSON-Datei ab dieser Stelle, Komma und dann weiterführen, was man haben will. Schritte, Herzfrequenz, Datum. Dazu habe ich aber auf meinem Blog alles beschrieben. Da gibt es auch die entsprechenden Templates dafür. Schaut rein. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, meldet euch bei mir. Ich helfe auch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.